Paul! Ja, hier! Diese Branche ist ja manchmal hart, sie ist manchmal ungerecht. Man könnte sogar manchmal von Mobbing sprechen. Aber das ist hier natürlich ganz, ganz anders. Deine Kollegen haben sich was ganz Tolles für dich ausgedacht. Eine kleine Überraschung. Hm, ist das schön? Wenn du jetzt vielleicht mit der Tante Aufnahmeleiterin, die da jetzt kommt, mal mitgehst nach hinten. Und dann kriegst du noch eine Brille, aber das hört er schon gar nicht mehr. Das könnte dauern, meine Damen und Herren. Au, au. Ja, gut. So, was wir vier Kollegen schon uns ausgedacht haben, ist nämlich Folgendes. Wir werden Paul, der völlig ahnungslos ist, in eine Sicherheitskontrolle an einem Flughafen bringen. Und zwar, ihr beiden seid ja die Sicherheitsbeamten, Oliver und Tietje. Und Mirja, du wirst Pauls Ehefrau geben. Ich meine, wer will das nicht sagen? Ja. Hm? Wir bauen jetzt eine kleine Sicherheitskontrolle auf und ich gucke schon mal, wie es ihm da hinten geht. Und ihr macht euch parat, würde ich sagen. Wir müssen gehen. Dann müssen wir uns parat machen. So. Paul hat immer noch keine Ahnung. Paul, du hast noch gedacht, jetzt hat er. Jetzt müssen wir noch die Brille ausziehen. Kann ich auch ausziehen? Ja, zieh die Brille aus. So. So, pass auf. Ist alles gut. Niemand will dir was Böses. Aber ich will dich natürlich nicht so ganz alleine auf die Reise schicken. Deshalb hier ist ein schöner Koffer. Und jetzt komm einfach mal mit. Guck mal. Und freu dich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hallo. Kann ich mal ganz kurz Ihren Ausweis haben? Nee, wir haben die Tickets vergessen. Wir gehen wieder. Komm. Nee, komm, jetzt nicht drücken, jetzt nicht drücken. Da, Ausweis. Sie wollen ja ins Ausland fliegen, nehme ich an. Haben Sie irgendein Dokument dabei? Schatz. Vielleicht mach in dem doch Koffer? Mal eben, hol Vielleicht doch in mal. Dem Koffer? Ja, Aber den Pass bitte. Pass. Oder mal hier. Den Pass raus. Ah, hier, Reisepass. Das. So. Noch einer. Da musst du sein, ja. So. Na, dann da. Pedro Escobar, geboren in Kolumbien, steht hier. Das ist ja interessant. Wo denn in Kolumbien? Bagugut. Wie schreibt man das? B-A-G-G-U-A-P-P-E-R-G. Mhm. Steht aber auch da, du Pfeife. Ja, Herr Escobar. Herr Escobar. Wenn Sie mal nicht ausfallen hier, ne? Dann können Sie sicherlich auch die kolumbianische Hymne singen. Ich meine, alle drei Strophen. Ach ja, sing doch mal, es war so schön. Wir hören. Na? Das kann er gut. Margarbusch. Margarbusch an der am Kolumbian dai. Ich glaube, das reicht. Wir erlassen ihm die nächsten zwei zur Bewährung. Ja. Jetzt, sagen Sie hier. Jetzt sag den Leuten noch mal, wo wir hinfahren. Wir sind doch auf Hochzeitsreise, du. Ach so. Ja, wir sind unterwegs. Hochzeitsreise. Mhm. Hochzeitsreise, so. Nach, Und, ja? Jetzt kommt's. Florida. Florida. Ja, Florida. Ja. Sagen Sie, wollen Sie sich vielleicht die Flitterwochen so ein bisschen versüßen? Haben Sie irgendwelche Drogen dabei? Nee. Sicher? Nee. Sei denn, hier ist was eingenäht, aber das ist auch nicht mein Koffer. Und Sie handeln auch nicht mit Drogen oder so, wie andere, die so ähnlich heißen wie Sie, Herr Escobar. Nein, oder? Sag doch immer was, Mann! Ich halte das mal fest. So, können wir jetzt? Ich schicke mal den Koffer gerade hier durch das Röntgengerät. Und zwar von dieser Seite. Weil man das so macht. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich den noch mal ganz kurz aufmache, Herr Escobar. So. Von wem sind die? Na, Herr Escobar, woher sind die Schuhe? Ja. Aber wir gehen gerade erst auf Hochzeitsreise. Das sind meine. Das sind meine, sieht man doch. Ich arbeite ja nebenbei noch. Zieh die mal bitte an, ich will das sehen, ob die von dir sind. Mann, du Arschlöcher, echt, der muss
Reicht schon, man sieht ja, das sind Ihre. Das ist schon klar. Jetzt sagen Sie mir doch noch mal eins. Oh. Oh. Nachdem Sie diesen Mann erschlagen haben, sagen Sie mir doch noch mal eins. Warum wollen Sie denn diese beiden verdächtigen Flüssigkeiten mit an Bord der Maschine nehmen? Meine Frau hat Probleme. Das musst du doch nicht jetzt allen Leuten erzählen. Das ist beides zum Einreiben. Ja. Zum Einreiben. Wofür denn? Namensex. Ja, kannst du ruhig sagen. Wir hatten doch noch nie Sex. Woher weißt du das denn? Richtig. Machen wir es kurz. Ja. Dürften wir Sie dann einmal durch die Schleuse bitten, damit wir hier mal vorankommen. Hier sind ja auch noch andere Passagiere. Einfach mal durch. Einfach mal durch. Aber angezogen. Okay. Ja, okay. Vielleicht mal ohne die Brille. Möglicherweise ist es ja die Brille. So, nicht auf das Band legen, die kommt zurück. Nochmal durch. Nee, ist es auch nicht. Ich fürchte, es sind die Hosenträger. Ich glaube, es ist das Hemd. Ich fürchte auch, es ist das Hemd. Der hat so eine Metallplatte im Kopf, vielleicht fiebt die. Oh. Tatsache. Der ist ein bisschen gaga. Ich würde sagen, Sie sind in jeder Hinsicht genug gestraft. Und wir geben Ihnen einfach Ihren Koffer mit diesen suspekten Flüssigkeiten mit. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen sehr schönen Flug, tolle Flitterwochen und einen schönen Aufenthalt im Disneyland. Und vergessen Sie bitte nicht die Pumps und Ihre Alte. Also, viel Spaß noch. Schönen Urlaub. Tschüss. In XXS. Bis gleich.